Hallo Riho an alle God of War Fans und Let's Play Zuschauer. Wir machen hier weiter mit der Hauptgeschichte. Uns steht ein Kampf vor der Tür. Wir können noch auswählen. Der da drüben hat sein Schild schon gezückt. Deswegen gehen wir mal zu dem rüber. Bam! Und machen einen Überraschungsangriff auf den hier. So habe ich mir das vorgestellt. Neuer Eintrag. Wenn ihr Beef, oder das machen wir, haben wir schon, manche von ihnen tragen Klingen, mit denen sie schnelle Angriffsfolgen ausführen. Versuche diese Angriffe zu parieren, um sie zu unterbrechen. Er kam nicht mal dazu, irgendwas zu machen, würde ich mal behaupten. So, der da vielleicht. Und, oh, schade, seine Attacke kam zuerst. Laserstrahl. So wollte ich und dann wollte ich eigentlich das machen. Genau. Und dann wollte ich das hinterherwerfen. Oh, da kommt was. Oh, eine Fernkampfattacke. Die mit dem Schild können Fernkampfattacken machen. Wusste ich nicht. Wuhu! Oh, schade. Hat nicht getroffen. Aber auf dem Rückweg. Okay. Bleibt noch die Troller mit dem Schild, oder? Kommt da noch irgendwas Überraschendes? Ja, guck mal eine an. Aua, aua. Da ist noch ein Schild hinter uns. Wirbelsturm. Jetzt, nein, nein. Au, au, au. Bam, das lässt mich kurz zucken, ne? Was? Nächster. Frechheit. Schnell die Schusslinie von der einen unterbrechen. So, komm, komm, komm. Und. Ups. Und. Ups. Easy. Nein, doch nicht easy. Nochmal eine Runde Heilung. Und da kommt ein böser Fernkampfangriff, der uns verflucht, oder wie soll man es nennen? Au, nein, hat mich getroffen. Oh, der hat mich gar nicht verflucht. Au, der hat mich aber verflucht. Okay, Entdeckung, Entdeckung. Mal ein bisschen den Überblick behalten. Es sind beides Bogenschützen, sehe ich das richtig? Okay, okay. Gucken wir mal, ob wir... Nein, hinter uns ist irgendjemand. Okay, woher kommt die? Ist auch eine Fernkämpferin. Und kriegen wir die weggeschnetzelt? Nee, wir sind einfach vorbeigeschlagen. Was? Oh, das war idiotisch bei mir. Aber wir haben noch Rage. Nutzen wir das. Bam, bam, bam. Gut, die ist weg, oder? Kriegen wir das Heilding von ihr bitte? Dankeschön. Okay, jetzt gehen wir den Weg. Heps. Dann gehen wir den Weg. Heps. Hallo. Und bam, hinter uns kommt aber eine Attacke, die nicht unterschätzen, weil hier liegt ein Steinchen. Schwuppum! Lebt ihr noch? Das hat's ganz erledigt, oder? So. Oh, da kommt irgendwas. Ich habe noch eine Stimme von irgendwo gehört. Hat wohl was gespawnt. Luft. Oh, ein dicker Fetter. Schnell hier runter hier. Da war noch einer hinter mir, oder? Eine Fernkämpferin? Nee. Au! Gleich einen doppelten Angriff. Sind zu zweit, okay. Ist da noch irgendwas gespawnt hinter uns? Nee, sie sind immer noch zu zweit, okay. Krieg ich die mal anvisiert, bitte? Was für Knöpfe muss man da denn noch drücken? Ich hab gedacht, ich hätte auf den richtigen gedrückt, aber wohl nicht. Kann man so zucken lassen so? Nee. Zu zweit, fiese Sache. Toll, wie wieder nicht anvisiert. Wieso, was passiert hier gerade ständig? Ich drücke auf rechts und links. Guck mal, jetzt entanvisiert sie ständig. Aber da gerade eben überhaupt nicht. Ich bin erst die Kleine weg, bevor ich mich dem Großen widme. Au. War kein guter Plan, ne? Oh, ist irgendwo wieder eine kleine, oder? Ich hab. Ja, ich hör doch die Stimme. Ich hör sie doch. Irgendwo ist sie, die. Da drüben. Okay, aber der ist weg. Oh, da ist was zum Heilen, das nehmen wir mit. Und irgendwas vom Unhold wieder.
Ihre dicke Rüstung macht es schwer, Unholde aufzuhalten. Es braucht mehr als normale Angriffe, um sie ins Taumeln zu bringen. Ja, okay. Sehr passiv spielen, einfach sehr defensiv. Und yay! Schnetzelangriff. So, das war's. Wir haben XP nicht genug, gekriegt. Was Odin mir angetan hat. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entweiht. Sei froh, dass du ein Zuhause hast und dass du dich gern erinnerst. In Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Agogei, habe ich gedacht, spricht man das aus, nicht Agoge. Agogei. Ja, aber ich meine, das wussten wir natürlich schon, dass so die Spartaner gemacht wurden. Wir haben ja alle 300 gesehen. Auch wenn das nicht akkurat ist, die Grundprinzipien stimmen natürlich trotzdem. Wir mussten nie selbstständig klarkommen, in der Wildnis, um abgehärtet zu werden. Meine Güte, da zieht man aber lang. Dass man das nicht während des Kampfes machen kann oder was? Das ist ja 3 Jahrhunderte. Was ist das für eine Übersetzung? Meine Güte. Okay, hier geht's eindeutig lang und hier geht es auch eindeutig lang. Aber, darf man jetzt gerade nicht machen. Ah ne, ich war nur noch nicht nah genug. Schauen wir mal. Ist das hier Special Geheimplatz? Oh, schade, keine Schmiede. Ich hätte gerne die Chaosklingen abgegradet. Hm, sonst ist hier nichts. Ne, das war's. Nur das kleine Trüchen. Leider kein offizieller Schmiedeplatz. Ich hätte es gehofft. Aber so ist es halt. Nur ein kleiner Schleifstein, der wohl nichts bedeutet. Oh. Kann man nicht... okay. Vielleicht, wenn man das da oben abzwickt. Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Ah, verstehe. Das ist das... Und jetzt ist die aus und wenn ich das mache, dann geht's wieder an. Verstehe, verstehe. Ja, das hatten wir. Nur so als Gift oder so. Easy. Nichts leichter als das. Kommt später bestimmt mal so ein bisschen tricky wieder. Man muss das aus, um das da zu machen. Wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass du so geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Schicksal ist. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Ja, und geht nie gut aus. Aber man will sie halt nicht akzeptieren. Kann ja nicht jeden Schwachsinn akzeptieren. So, hier ist irgendwas Giftiges, was wir treffen müssen, um da runterkommen zu dürfen. So, und dann hier irgendwas Cooles abzugreifen. Vielleicht mal eine schwere Rune? Wir haben bisher noch keine schwere Rune für die Axt gekriegt. Schmettersternschild. Nee. Ein ganz neues Schild. Das ist ja mal cool. Tippen Sie L1 zweimal, um Gegner mit dem Schildhieb zurückzudrängen. Bei voller Ladung ist der Hieb stärker. Halten Sie L1 gedrückt, um Ihren Schild aufzuladen. Beim Abwehren von Angriffen wird Ladung verbraucht. Führen Sie kurz vor einem gegnerischen Treffer einen Schildhieb aus, um Angriff zu absorbieren und Ladung aufzubauen. Kann man mal ausprobieren. Klar, warum nicht? Klingt jetzt natürlich nicht ganz so geil wie... Verstehe, verstehe. Ist cool, aber kann er diese gelben Blocks aufhalten? Atreus gäbe dir bei den Prophezeiungen recht. Stirbt blind in sein von Riesen geweissagtes Schicksal. Verschwindet für 2 Tage. Wird sich als ihr Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen. Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Gut gemacht, Groa. Atreus wird kein Spielball der Prophezeiung. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dabei soll es auch bleiben.
Sprichst davon, deinen Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht Lehre genug? Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu bekämpfen. Man weiß nie, wann jemand einem plötzlich diese Zeit nimmt. Tja. Gibst ihm so Ratschläge, als würdest du ihn noch am Leben lassen wollen, hm? Ist das hier irgendwie ein Kreisverkehr? Führt einem das wieder an dieselbe Stelle? Dieser riesen Umweg wegen dem Mini-Popeltruhe? Kann ich irgendwie kaum glauben. Ich meine, sieht alles schön aus mit den Ruinen und so, aber... so viel Platz für das kleine billige Trüchen da? Kann ich irgendwie nicht glauben. Hier wieder einen Kran bewegen, wie es aussieht. Aber erstmal freilegen. Ist zu weit weg? Nee. Warum? Doch, geht. Alles klar. Drüben gibt es noch mehr. Kann ich das auch hier mitmachen? Nee. Muss mit der Axt sein. Was auch immer das bedeuten mag. Wir können uns ja erstmal alles angucken. Nee, wir dürfen hier nicht runter. Warum dürfen wir nicht runter? Kannst du die Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Gerüst im Weg zu verbrennen? Aber warum darf ich nicht einfach auf dem Boden? Aber das Sumpf ist, verstehe. Kann ich hier hin? Nee, komme ich nicht. Hier komme ich auch nicht hin. Um kannst das du die Fackel auf die andere Seite schwingen, um das Geschrüpp im Weg zu verbrennen? Ja, stimmt. Kann die Fackel garantiert auf die andere Seite schwingen, um das Gestüpp zu verbrennen. Habe ich auch gedacht, dass ich es schon getan hätte. Skurril. Skurril. Dann verstehe ich es doch noch nicht ganz. Aber ich krieg's schon noch raus. Ah ja, okay. Mit deinen Klingen kannst du die Fackel rüberschwingen. Ja, bin dabei. Und jetzt zu mir und dann kräftig in die Richtung. Hui. Ja, hat doch geklappt. Wunderbar. Und mache ich so auch. Mache ich so auch dieses Rätsel. Mache ich mit dem Feuer auch die Dinger an. Gucken wir mal. Yes, funktioniert. Okay. Wo war denn das dritte Feuer? Keine Ahnung. Hier war noch irgendwo ein Feuer? Nee. Also da drüben sehe ich sicher eins. Machen wir mal das zuerst. Falsche Richtung. In Ordnung. Achso, hier war auch irgendwo was? Nee. Okay. Oh, erstmal die Axt wieder her. So, komme ich hier hin? Nee, hier komme ich nicht hin. Ja, genau, bitte. Jetzt hier zu mir. So, alles klar. Weiter nach da wird es nicht gehen. Gucken wir mal. Nee, das auf der Seite wollte ich. So muss ich wieder weiter in die Richtung zu drehen. Nee, muss ich manuell mit Hand machen. Ne? Wie kannst ausgerechnet du von allen Lebenden vor Krieg zurückschrecken? Nach all den Göttern, die du getötet hast? Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Nach dem, was ich habe, um zu beenden, sieh dich um, Kratos. Das geschieht, wenn das wahre Böse nicht bekämpft wird. Tja, was ist schon das wahre Böse, ne? Behauptest du jetzt einfach, dass das wahre Böse ist? Jeder hat so seine Gründe. Ist Odin das wahre Böse? Willst du mir das erzählen? Der ist einfach nur wahnsinnig egoistisch und verfolgt halt seine Pläne. Aber ist das wahre Böse? Wirklich? War Zeus das wahre Böse? Es waren sehr machthungrige, egoistische Männer in euren Geschichten. Ich nehme an, böser geht's dann nicht, oder? Mach dich bereit.
Wo? Da unten. Ja, der sieht sehr speziell aus. Okay, dann. Fiske. Ja, schön. Ein neues Schild wollen wir jetzt irgendwie gar nicht testen, ob das hier seine Hardcore-Schläge ablockt. Okay. Ein bisschen eisig machen. Wuhu! Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, blockt es ab? Nein, es blockt nicht ab. Gut zu wissen. Dann wollen wir dieses Schild hier auch nicht. Dankeschön. Machen wir es so. Machen wir so. Machen wir so. Machen wieder ein bisschen hoch. Hat er uns aufgemacht, das was wir nicht wollen. Aber eine coole Waffe hat er da, muss man schon sagen. Wir wollen wieder das andere Schild, bitte. Hat uns viel besser gefallen. Müssen wir mal wieder upgraden, weil das hier war, hatte mehr Abwehr und mehr Runenkraft, aber ist auch schon Level 4 und das hier ist Level 3. Müssen wir vielleicht einfach aufwerten, damit es dieselben. Aua. Das war eine Hardcore-Attacke. Warte, jetzt können wir es ja wieder abblocken. Ich bin verwirrt. Eieiei, das Spiel ist gerade echt schlecht. Meine Güte. Wieder abblocken. Au! Das war eine Scheiß-Attacke. Au! Er sticht plötzlich zu. Meine Güte, damit habe ich nicht gerechnet. Hey, was ist das hier für eine Reichweite, was der hat? Verdammt, das war ein schlechter Kampf von mir. Okay, dann würde ich sagen, nächster Versuch. Ein bisschen seinen ganzen Vorwärtsansturm nicht unterschätzen. Ein bisschen. Okay, das ist easy, das kann man werfen. Das ist gefährlich, okay. Merken wir uns. Wie soll man das ausweichen? Kann man das behalten, um mehr Attacke zu machen? Das kann man blocken. Das kann man ihm direkt zurückgeben. Okay, das hätte ich blocken können. Kommt ein Gelber zum Schluss, können wir blocken, um ihm dann am Ende das zurückzugeben. Das Schild ist aber viel zu gut. Okay. Das kann man ihm nicht zurückgeben, am letzten Moment, sonst packt. Hakt er uns da weg? Okay, das müssen wir so machen. Hätten wir nicht blocken können. War gut, dass ich da noch reagiert habe. Das ist Distanz, kann man werfen. Und hier kann man. Oh, das wollte ich nicht. Wollte. Kann man nicht rechtzeitig entladen. Oh ja, wenn wir zucken lassen, bitte nicht. Jetzt können wir alles durchblocken, auch das Gelbe. Wir müssen aber entladen und das nächste Mal wieder. Das ist gleich sein Weiß voll. Ne, kriegen wir das noch? Ja, sauber. Jetzt gibt es noch ein bisschen Schlägerei hier. Oh ne, das war's schon. Entladen nicht vergessen. Das können wir jetzt gerade nicht. Das war mal gerade eingezweckt. Aber das war's, oder? Oh, haben wir ihn gerade. Nee. Haben wir. Fiske. Das ist ein was Namenhaftes, oder? Ja, genau. Steht bei Alva, Omir, Odin, steht in derselben Abteilung. Wie muss ein Sterblicher im Leben gewesen sein, um eine solche Macht und Autorität in Valhall zu erlangen? Danach zu urteilen, mit welcher Kraft er die Sense schwingt und sein Territorium verteidigt, vermute ich, dass er ein Bauer war, der die Waffe gegen irgendeine Bedrohung erhob und sich als guter Schlachter erwies. Und für seine Tapferkeit wird er nach dem Tod mit noch mehr Schlachten belohnt. Ich frage mich, ob er überhaupt eine Wahl hat. Wenn er so ein traditionsbewusster Mensch war in der Gegend, dann hat er ja darauf gestanden, oder? Hat er das ja alles gewollt. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Klinge von Dotr. Schleudern sie ihren Gegner mit Bifrost-Chakram entgegen. Durch Verbessern wird die Anzahl der geworfenen Chakrams. Ich meine, mal ausprobieren tun wir es auf alle Fälle. Klingt jetzt irgendwie gar nicht nach Kratos, aber probieren tun wir es. Sah mir jetzt nicht nach Chakram aus. Aber wer weiß. So, reißen wir hier die Tür ein. Au, gut. Ragnarök macht deinen Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten?
Oha. Tschuschlan, wie redest du mit Kratos, Alde? Ist das hier ein Geheimnis? Also der Wegmarker geht in eine andere Richtung. So, wieder ein Riesenumweg für... Was ist drin? Irgendwas Lächerliches, was überhaupt nichts wert ist? Ein bisschen Herstellungsmaterial. Steinholz. Ja, mach mal locker, Alde. Meine Fresse. Sieht das so aus, als würde ich trödeln? Nein, ich untersuche korrekt die Gegend, um uns den besten Vorteil zu verschaffen. Damit ich auch dich befreie von dem Fluch. So sieht's hier nämlich aus. Oh, oh, oh. So. Da ist irgendwas. Schon mal Prävention betreiben. Okay, okay. Wieder irgendwas Rätselartiges. Kann man hier auf dem Boden? Ja, man kann hier auf dem Boden. Okay. Oh, das sieht nach viel optionalem Kruschzeugs aus. Hoch kann man natürlich auch wieder. Hm. Oh, da was auf dem Boden. Kann man ein Ablenkungsmanöver sein, dass nochmal was drüber ist. Aber ich sehe gerade nur auf dem Boden. Haben es geschafft. Ja, ne? Oh, jetzt ruckelt's. Was ist jetzt los? Habt ihr das gesehen? Mein Boss hat sich wieder gefangen. War nur ein kleiner Frame-Abfall, oder? Ne? Ist gerade irgendwie die Playsy überlastet oder was? Ist die Gegend hier zu groß? Aggressionsbewältigung, was war das? Ziele mit zerschlagenen Truhen. Aggressionsbewältigung. Gefällt mir. Hä? Kann man irgendwie hin? Oh, wusste ich gar nicht. Okay, was auch immer das Gebäude ist, hat dazugehört. Wir wussten nur noch nicht, dass wir es machen müssen. Okay, damit kann man auf die andere Seite. Interessant. Hier können wir auch auf die andere Seite. Mhm, mhm. Hier kann man irgendwie hochklettern. Hier sollen wir hoch, okay. Das kriegen wir zum Glück auch angezeigt. Alles klar, das heißt, das hier ist das Optionale. Wir haben gerade das Rätsel des Optionalen so ganz nebenbei gelöst. Sehe ich das richtig? Oder ist jetzt doch hier plötzlich Hauptgeschichte? Wir werden beballert. Von irgendeiner Pflanze bestimmt. Au, ja. Nee, das wird tatsächlich optional. Okay, und dann... Komm mal auf die andere Seite, bitte. Noch einmal. Und bitte gerne, danke. Upsa. Oh, oh. Und was haben wir hier? Schweren Runenangriff. Helios-Fackel. Es ist ein leichter Runenangriff, oder? Wie Feuerblitz mit großer Reichweite der Modder. Ja, warum nicht? Und schweren haben wir keinen. Und bei der Leviathan-Axt haben wir auch noch keinen schweren. Wobei, da kann ich jetzt mal wechseln. Das hat mir gar nicht gefallen. Was hat man da denn noch? Ah, dass man mehrere anvisiert. Klar, mach mal einfach mal. Bin ich zwar auch kein großer Fan von, oder? Kann man hier so... Jetzt kann man mehrere anvisieren. Und dann schwupp, 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 trifft man mehrere. Klar, warum nicht? So. Die Axt noch herholen, falls wir sie später mal brauchen. Nicht wieder aufzutöten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen. Meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen. Und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug. Ja, es ist schwer zu sagen, aber Kratos wird keine Tötungsmaschine sein. Das kannst du auch verstehen, oder? Wird er einfach nicht machen. So, da sind wieder die Pflanzen, die wir noch nicht kaputt machen können, aus irgendwelchen Gründen. Warum auch immer. Gehen wir. Wir müssen nur durch die Türen da vorne. Ja, ich sehe auch nichts. Ich höre ein Huhn. Hört ihr das Huhn? Egal. Das sieht aus, als würde es da hauptgeschichtlich weitergehen. Mach mal hier weiter das nächste Mal, würde ich sagen.
Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Das hilft meinem Kanal aus. Ansonsten tschüssikowski und bye bye.